ich habe heute Dominik von Kienel bei mir. Er ist Bundesnachwuchstrainer und er hat sich bereit erklärt für ein Interview, was uns natürlich sehr freut, und ich hätte einige wichtige Fragen an dich. Und zwar meine erste Frage wäre erstmal so, wie bist du denn überhaupt zum Volleyball gekommen, beziehungsweise was fasziniert dich so an diesem Sport? Ja, ich habe angefangen selber mit 13 Jahren zu spielen, weil ich nicht typisch Fußball spielen wollte wie jeder, sondern einfach sozusagen bin da durch die Schule dazugekommen und dann da auch immer mehr reingewachsen. Also habe angefangen auf so einem Dorfverein zu spielen und bin dann nach Dachau gewechselt und dann bis dahin in die zweite Liga und dann immer da dabei geblieben, weil es einfach mir immer riesen Spaß gemacht hat. Okay, du hast jetzt gesagt, du wolltest nicht Fußball spielen wie alle anderen. Was war denn darüber hinaus die Faszination für den Sport? Also wieso dann jetzt gerade Volleyball und nicht zum Beispiel Tischtennis? Das war Zufall im Prinzip, weil es in der Schule dann eben angeboten wurde und dann bin ich da dazugekommen und dann immer da dabei geblieben, weil mir das dann so einfach Spaß gemacht hat und ja, und wir dann da auch eine ganz gute Gruppe waren. Und vom aktiven Spieler, wie bist du dann zum Trainer geworden? Da bin ich so ein bisschen reingerutscht. Ich habe damals das freiwillige soziale Jahr in Dachau gemacht und habe dann dadurch diesen 2000er-Jahrgang trainiert, also da wo auch dieser Lukas Pretschner und Benedikt Sackstätter, also die jetzt alle da irgendwo in der ersten Liga spielen, beziehungsweise Beachvolleyball sehr gut spielen. Und bin da dazugekommen als Co-Trainer und bin dann da nach und nach mehr in diese Trainerschiene reingerutscht. Okay, also wirklich alles so ein bisschen zufällig. Damit erklärt sich auch eigentlich so ein bisschen schon die nächste Frage. Aber trotzdem, ich frage nochmal, was war denn die größte Motivation oder jetzt auch, dann vielleicht jetzt eher auch heute für die tägliche Arbeit? Was mir am meisten Spaß macht oder was mich am jeden Tag hier in die Halle stehen lässt, ist, dass man einfach diese Athleten und die Spieler und die Jugendlichen da in dem Alter einfach weiterbringt und dass man da dadurch die täglich entwickelt und zwar auch, also natürlich auch großteils im Volleyball, aber auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Das ist einfach ein großer Teil, den wir hier machen oder den ich einfach aber immer mit Jugendlichen gearbeitet und deswegen ist das schon auch ein wichtiger Teil. Cool, also sehr auf die Spieler bezogen. Genau. Schön. Ich habe gelesen in einem Interview von dir, was im Internet zu finden ist, dass du für deine Ausbildung beim BVV und beim ASV Dachau sehr dankbar bist. Mhm. Was war das Besondere an dieser Ausbildungszeit? Das war sehr interessant, weil es einfach in Dachau war es so, die waren ja früher sehr, sehr gut. Also da waren halt Spieler, die da früher Champions League gespielt haben und Nationalmannschaft sind da. Das heißt, da konnte ich einfach unheimlich viel lernen und trotzdem hatte ich immer so, dass ich im Prinzip machen konnte, was ich wollte. Also im Prinzip hatte ich völlig freie Hand und durfte meinen Training planen, durfte meine Hallenzeiten selber planen und das hat alles so gut gepasst, dass ich da einfach sehr, sehr viel gelernt habe durch Try and Error probieren und einfach machen und dann eben durch Feedback von eben diesen hochrangigen Spielern und so weiter. Also das hat mir schon sehr, sehr viel geholfen und auch beim BVV, da sind einfach auch die Strukturen sehr, sehr gut und da kann man im Prinzip durch ein erfahrenes Umfeld sehr, sehr viel lernen. Einerseits, du sagst jetzt, die Strukturen sind sehr gut, andererseits sagst du auch, aber auch, dass es gerade diese Selbstständigkeit war und diese Freiheit, die dir geholfen hat, dich so zu entwickeln. Steht das im Kontrast oder? Nee, also es ist schon so, dass man braucht gewisse Grundvoraussetzungen. Man braucht sozusagen, wie immer in jedem Sport der Welt, muss einfach ein bisschen Geld da sein und also das ist beim BVV der Fall, ist beim ASV Dachau der Fall, dass man da einfach mit den gewissen Mitteln in dem Rahmen, natürlich geht es immer besser, aber man kann schon sehr viel machen und gerade so in Dachau dafür dritte, zweite Liga oder auch beim BVV mit Landesauswahl war schon immer so, dass man da sein Training und seine Lehrgänge und so weiter immer so planen kann, dass das gut ist. Was ist denn die wichtigste Kompetenz als Trainer, beziehungsweise was würdest du sagen, muss man noch so mitbringen? Ja, ich denke, also gerade jetzt, wenn man hier mit Jugendlichen arbeitet, ist es sehr, sehr wichtig, dass man natürlich A, Fachwissen hat und dann aber B, auch gerade in diesem Alter ist die soziale Komponente sehr, sehr wichtig. Nachdem die ja dann jetzt gerade hier auch weg sind von zu Hause und so weiter, dass man da eben versucht, versuche ich sehr, sehr viel halt auf die einzugehen, auf jeden individuell einzugehen und dass man da dann, wie gesagt, auch die Persönlichkeit sehr viel mitentwickelt. Interessant. Du bist jetzt Volleyball-Nachwuchstrainer. Was war denn die größte Herausforderung für dich bei der neuen Aufgabe? Hier in Frankfurt natürlich erstmal da alles kennenzulernen, weil das ja dann doch nochmal ein ganz anderes Niveau ist, als es vorher war, weil hier die trainieren einfach 8-mal, wir haben in Dachau 5-mal trainiert und sich da dann eben
reinzufinden. Aber das ging auch relativ gut und habe hier auch viel Unterstützung bekommen und durfte ja dann auch viel rumreisen, bevor ich hier angefangen habe, und habe auch viel kennengelernt, und das war dann auch alles ganz gut eigentlich. Du bist ja auch gleichzeitig Leiter vom Volleyball-Internat. Welche Aufgaben gibt es denn da und sind die besonders unterschiedlich zu den Aufgaben des Trainers? Im Prinzip geht es darum, dass man hier im Internat alle Strukturen oder dass bei mir im Prinzip alle Fäden zusammenlaufen, die den Sport und die Jungs betreffen. Das heißt, die zwei Stockwerke über uns sitzen jetzt die Pädagogen, die machen diese ganze pädagogische Betreuung von denen. Aber da gibt es halt auch dann 100 Termine, Schnittstellen mit Schule, Schnittstellen mit wann fahren die nach Hause, Schnittstellen mit Training und sonst was. Und das läuft im Prinzip alles bei mir zusammen. Das Internat insgesamt für die Nachwuchsförderung, würdest du sagen? Also könnte man darauf verzichten oder ist es jetzt sehr bedeutend? Also ich denke, dass in unserer Struktur in Deutschland schon diese vier Internate sehr wichtig sind, weil sie einfach das bieten, was ein normaler Verein nicht leisten kann sozusagen. Weil einfach der Unterschied, wie gesagt, in Dachau, das geht, bis man 15, 16 ist, dass die fünfmal trainieren, aber wenn die dann wirklich sich für Leistungssport entscheiden, dann muss man einfach dann öfter trainieren und braucht andere Rahmenbedingungen. Vor allem, das ist großes Thema, ist einfach Schule. Aber hier lässt sich es besser vereinbaren, einfach Schule und Sport. Und wie sieht denn der Alltag der Jugendlichen aus? Was ist denn so eine besondere Struktur im Internat? Die besondere Struktur ist, dass die in der Früh ganz normal aufstehen wie jeder und dann haben die gleich Training. Also wir trainieren immer morgens von 7.30 Uhr bis 9 Uhr und dann fahren die erst in die Schule. Also die haben immer die ersten zwei Schulstunden frei, am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, und gehen dann erst in die Schule, kommen dann nachmittags wieder, machen ihre ganzen Hausaufgaben und lernen und so weiter, und dann ist abends wieder Training. Das klingt jetzt nach einem sehr langen Tag, also Sport, Schule, Klausuren, Hausaufgaben. Bleibt denn da noch Zeit für Freizeit? Ja, wir haben schon also versucht, diesen Korridor da natürlich zu finden. Also wir trainieren montags und freitags ja nur einmal, und da haben die dann auch mehr Freiräume, und gerade auch versuchen wir ja auch immer einmal im Monat oder einmal, wie es halt passt vom Spielplan her, dass die dann auch Wochenenden haben, wo die alle heimfahren können, komplett. Mhm. Und auch immer, wenn wir spielen, ist auch immer der zweite Tag am Wochenende komplett frei. Mhm. Würdest du denn sagen, dass das manchmal irgendwie ja in einem Zwiespalt steht zwischen privatem Leistungssport und Schule? Auch natürlich finden wir diese Korridore und diese Freiräume. Aber den Jungs ist schon bewusst, dass wir hier Leistungssport machen und wollen das ja auch. Also das ist ja, wenn ich mal sage, hey, wir gerade am Anfang von der Vorbereitung, wo wir langsam gestartet sind, dann wollen die auch noch mehr machen und wollen trainieren. Und also die haben ja auch, sage ich mal, größtenteils ihren Freundeskreis im Volleyball. Es ist meistens so, wenn man dann hier so viel im Leistungssport ist, dann hat man seinen Freundeskreis auch meistens da. Es gibt ja viele Kinder, die wahrscheinlich den Wunsch haben, auch Leistungssportler zu werden, gerade wenn man selbst Sport betreibt. Würdest du sagen, dass das etwas ist, was unterschätzt wird, dass viele nicht sehen, was hinter dem Leistungssport an Arbeit dahinter steckt? Das denke ich definitiv, ja. Also gerade in unserem Sportsystem in Deutschland ist es ja schon so, dass im Prinzip ist Leistungssport ja nur nicht angesehen, sagen wir mal so. Entweder du bist Fußballer und verdienst deine 10 Millionen oder keine Ahnung wie viel, und alle anderen Sportarten sind leider sehr unterrepräsentiert in Deutschland. Es ist ja auch so, dass Leute, die, wenn ich da aus Bayern weggegangen bin und sage, ich mache jetzt hier Bundestrainer, fragen mich die Leute auch noch so, von wegen, ist das hauptamtlich überhaupt und so. Und das zeigt halt wirklich diesen Stellenwert vom Leistungssport. Oder wenn Schwimmer irgendwie, die zu Olympia kommen, halt irgendwie 400 Euro kriegen und nebenbei studieren müssen und nur arbeiten müssen, neben Leistungssport, dann ist das einfach schwierig. So. Ich weiß nicht, inwiefern du die Frage vielleicht ehrlich beantworten darfst, aber mich würde jetzt mal interessieren, inwiefern kann denn wirklich ein Leistungssportler im Volleyball heutzutage davon leben? Ich denke, also man kann es immer mehr. Also die Liga entwickelt sich gerade und auch der Verband entwickelt sich, dass man schon Wege finden kann, da gut davon zu leben, und wenn man ein sehr, sehr guter Spieler ist, dann auch sehr gut davon leben kann. Mal so ein Beispiel, was machen denn die meisten Spieler nach ihrer aktiven Karriere? Es ist unterschiedlich. Also es kommt, glaube ich, schon auch immer darauf an, wie gut man war. Weil wenn man in Italien und Polen gespielt hat, dann hat man im Regelfall auch gut verdient. Und dann ist immer die Frage, was man danach macht oder was man währenddessen gemacht hat. Weil es gibt dann nicht alle Spieler, die dann währenddessen studieren oder sonst was. Machen viele Fernuni oder irgendwelche anderen Themen. Und dann
die anderen studieren im Prinzip und gehen danach alle in irgendwelche Firmen. Also es ist schon so, dass jeder, der Volleyball gespielt hat, auf dem Niveau, hat, glaube ich, schon auch nebenbei studiert und dann einen Abschluss und dann arbeitet er danach dann einfach. Gibt es denn auch Werte außerhalb des Spielfeldes, die du deinen Spielern vermitteln möchtest und wenn ja, welche? Ja, das sind schon auch sehr, sehr viele. Also ich finde ein paar Sachen sehr, sehr wichtig. Das ist, dass man sich ein paar Grundregeln hält, wie zum Beispiel Pünktlichkeit und dass man Respekt hat gegenüber den anderen, dass man guten Tag sagt, wenn irgendwer in die Halle kommt, der jetzt nicht oder so überhaupt zu jedem, aber wenn da nochmal wer anders kommt, dass man den genauso begrüßt, nur wenn man den nicht kennt und solche Sachen. Das versuche ich schon auch zu vermitteln, dass man einfach dieses Soziale und diesen Anstand sozusagen mitvermittelt. Mhm. Wie sieht es denn aus mit Fair Play? Ja, definitiv großes Thema, weil das finde ich auch sehr wichtig. Wie wichtig sind dir denn klar definierte sportliche Ziele? Beziehungsweise was für genau definierte Ziele hast du denn vielleicht mit deinem Team? Es ist auch, wir hatten das Trainingslager und da habe ich mit jedem Einzelgespräche gemacht und ich finde es immer sehr, sehr wichtig. Also wir sind ja hier Internatsmannschaft und Ausbildungsmannschaft, dass sich da jeder persönliche Ziele steckt. Und mit Zielen meine ich dann aber nicht, ich will mal Weltmeister werden, sondern ich bin immer der Meinung, wir sollten da an Sachen arbeiten. Natürlich gibt es langfristige und kurzfristige Ziele, aber ich habe jetzt zum Beispiel mit jedem besprochen, an welcher Technik oder an welchem athletischen Teil er bis Weihnachten zum Beispiel genau arbeiten will. Und das haben wir dann für jeden klar gesprochen und klar definiert. Und ich finde das im Prinzip viel wichtiger, als zu sagen, ich will in 20 Jahren Weltmeister zu werden bei den Jugendlichen. Weil man einfach da Step by Step arbeiten sollte aus meiner Sicht und eben genau diese Sachen entwickeln muss. Also kann man zusammengefasst sagen, dir sind realistische und kurzfristige Ziele wichtiger in erster Hinsicht als dieses Ziel? Bei den Sachen auf jeden Fall. Okay. Also hier mit den Internatungs auf jeden Fall. Okay. Klar ist, dass die irgendwann alle im Leistungssport landen wollen und sollen. Also dieses langfristige Überziel drüber steht, ist klar. Aber um die zu entwickeln, finde ich das so zu arbeiten ganz gut. Okay, wie wichtig ist denn eine Zielsetzung im Amateurbereich? Oder denkst du, im Amateurbereich sollte an erster Stelle der Spaß stehen? Das ist unterschiedlich, weil ich meine, jeder betreibt ja seinen Sport aus unterschiedlichen Beweggründen. Und deswegen glaube ich, also ich finde, ich bin eher ein Fan von sehr hoher Individualität. Dass jeder sich da einfach selbst überlegen muss. Der eine will besser werden, der andere macht es zum Spaß. Und wer das Ziel hat, das zum Spaß zu machen, der sollte natürlich als erstes Spaß haben. Du hast jetzt den Spaß ganz oft angesprochen. Wie würdest du denn vorgehen als Trainer, wenn du merkst, einer deiner Spieler verliert den Spaß an der Sportart? Ich würde ihn erstmal fragen, warum das so ist. Dass wir ganz viel im Austausch sind und besprechen. Und dann liegt es meistens entweder, weil irgendwas nicht so klappt, wie man sich das vorstellt, oder weil im Training was nicht passt, und dann versuchen wir das zu ändern und dann kommt das wieder von ganz alleine. Also die Individualität der Spieler ist dir besonders wichtig. Genau. Okay, meine letzte Frage wäre jetzt, wenn ich eine junge C-Trainerin wäre in der Ausbildung, welchen Rat würdest du mir geben? Ich würde den Rat geben, dass man immer wissen muss, wen man vor sich hat, wen man trainiert, und dass man sich da eben überlegt, was wir auch gerade besprochen haben, wie jeder Einzelne, den man da trainiert, weiterkommen möchte und warum derjenige das macht. Und dann muss man sich überlegen, wie man dem das vermittelt und trotzdem aber das große Ganze im Blick hat. Das finde ich immer sehr wichtig. Ja, das ist auf jeden Fall ein super Ratschlag. Dann vielen, vielen Dank für das Interview. Es hat mich wirklich sehr gefreut und ich denke, dass wir da viele hilfreiche Tipps für weitere Trainer finden konnten. Sehr gerne.